Ein ganz fröhliches Hallo von mir. Ich bin Beate Tran und das ist mein Kollege. Hallo, ich bin der Dominik. Wir beide sind Tanzlehrer in der Tanzerlebniswelt Tanzschule Metzger in Kaiserslautern. Und heute tanzen wir gemeinsam langsamer Walzer. Fangen wir mit der Tanzhaltung und dem Grundschritt an. Damit wir paarweise zusammen tanzen können, sortieren wir uns in die Tanzhaltung. Dafür stellen wir uns einmal gegenüber. Unsere Schultern und unser Becken sind parallel. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Füße. Und zwar schauen unsere rechten Fußspitzen immer zwischen die unseres Partners. Und die linken Fußspitzen, die gucken außen vorbei. Und weil ich gerne in Bildern denke, stelle ich mir hier eine vierspurige Autobahn vor. Und jedes Auto hat seine eigene Spur. Dann kann der Dominik mich super in seinen rechten Arm umarmen. Wir drehen uns einmal um, dann seht ihr das Ganze besser. Das heißt, seine rechte Hand liegt auf meinem linken Schulterblatt auf, und zwar flach, und die Finger, die sind ganz schick geschlossen. Mein Arm folgt seiner Linie und meine linke Hand, die liegt von vorne auf seiner Schulter auf. So, jetzt drehen wir uns nochmal. Und unsere freien Hände, die fassen wir und unsere Daumen kreuzen sich. Wir stellen uns eine Linie vor, und zwar sind unsere Ellenbogen auf einer Linie. Wir stehen nicht irgendwie, wie man so schön in der Pfalz sagt, schepp da, sondern schön gerade. Und unsere gefassten Hände, die treffen sich auf einer gedachten Mittellinie. Jetzt geht es darum, wo ich hingucke. Ich gucke sehr gerne am rechten Ohrläppchen vom Dominik vorbei und er auch genauso an meinem. Und dann kann das Ganze schon losgehen, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Grundschritt. Dafür dreht sich der Dominik einmal zu euch mit dem Rücken und ich schaue euch weiterhin an. In der ersten Runde zähle ich mit für die Herren, in der zweiten Runde für die Damen. Die Herren starten mit dem rechten Fuß in den Vorwärtsgang und tanzen vor, seit, Schluss mit Gewicht drauf. Jetzt hat er den linken Fuß frei, um rückwärts zu tanzen. Das heißt, er tanzt rück, seit, Schluss. Jetzt für die Damen. Ich habe den linken Fuß frei und starte in den Rückwärtsgang. Und rück, seit, Schluss. Auch hier wieder mit Gewicht drauf, sodass ich den rechten Fuß jetzt frei habe, um vorwärts zu tanzen. Und vor, seit, Schluss. Paarweise sieht das Ganze so aus. Der Herr startet mit dem rechten Fuß in den Vorwärtsgang. Und eins, zwei, drei und rückwärts. Gang. Das zeigen wir nochmal und ihr dürft euch einmal hier an dieser Stelle einen Bierkasten vorstellen, den wir jetzt gerade umtanzen. Los geht's und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und sobald wir entspannt sind und nicht mehr über unsere Füße nachdenken, wird sich das Ganze natürlicherweise in eine bestimmte Richtung drehen. Wir zeigen es euch. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Vorwärtsgrundschritt und Rückwärtsgrundschritt. Sehr schön. Und damit wir das Ganze auch auf Musik tanzen können, müssen wir über den Walzer ein bisschen was wissen, nämlich dass es ein Dreivierteltakt ist. Das heißt, es sind drei Schläge in einem Takt und der erste ist immer sehr stark betont. Ich könnte also zählen Boom, Tick, Tick, Boom, Tick, Tick. Und das sieht dann, wenn man das so zählt, so aus. Und Boom, Tick, Tick. Boom, tick, tick, boom, tick, tick. So, jetzt genug getickt, jetzt wird getanzt mit Musik. Ich würde sagen, den Bierkastenschritt, den haben wir drauf. Kommen wir zur ersten neuen Figur, das Damensolo. Dafür beginnen wir mit dem Grundschritt vorwärts. Und eins, zwei,
3. Bei 3 hebt der Herr die gefassten Hände und gibt mir mit seiner rechten Hand einen sanften Impuls, dass ich drehen soll. Ich auf der Damenseite tanze 3 Vorwärtsschritte eng um die Kurve. Und 1, 2, 3. Der Herr hat die gefassten Hände also wieder runtergenommen. Und dadurch, dass wir ein bisschen Spannung zueinander haben, kann er mir sehr gut zu verstehen geben, dass ich rückwärts weiter tanzen soll. 1, 2, 3. Wir zeigen es nochmal. 1, 2, 3. Vorwärtsgrund. Schritt. Dreh her. Rum und rück. Seit. Schluss. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu unserer zweiten neuen Figur, der außenseitliche Wechsel. Wir schieben eine kleine Übung dazwischen. Und zwar starten wir gegenüber. Der Herr geht mit seinem linken Fuß rückwärts und tanzt jetzt eine Wiege rückwärts, wobei die Ferse oben bleibt. Wiege. Das zeigen wir euch nochmal. Und rück. Wiege. Sehr schön. Ihr seht, hier landen wir wieder in Linie. Was passiert aber, wenn der Dominik den Wiegeschritt etwas nach links dreht? Wir schauen mal nach. Und rück, wiege. Oh, plötzlich tut sich also eine Lücke auf, in der er vorbeitanzen kann, nämlich an mir, außenseitlich. Daher auch der Name. Und wir tanzen in eine Rechtsdrehung. Und vor, seit, Schluss. Jetzt zeigen wir euch eine kleine Idee, wie man das tanzen kann. Wir beginnen mit der Rechtsdrehung und vor, seit, Schluss, außenseitlicher Wechsel und vor, seit, Schluss. Das heißt, beim außenseitlichen Wechsel wechseln wir zwischen einer Rechtsdrehung und einer linksdrehenden Figur, die es dann ermöglicht, dass man außenseitlich an der Dame vorbeitanzen kann. Und jetzt probieren wir das Ganze mit Musik. Wir machen jetzt weiter mit dem Doppelchecker und ich lehne mich jetzt mal ganz entspannt zurück und lasse den Dominik tanzen. So kann man es ja auch mal haben. Er tanzt jetzt eine Rechtsdrehung und 1, 2, 3. Jetzt tanzt er den Rückwärtsteil der Rechtsdrehung auch im Drehen mit einem Unterschied, nämlich er tanzt rück, schräg vorwärts und vorbei. Und das hier ist unser Check. Denn er ist vorwärts gegangen und mit dem nächsten Schritt geht es in die entgegengesetzte Richtung, nämlich rück, schräg, vorbei. Und es heißt Doppelchecker, weil wir am besten immer im Doppelpack abchecken. Das heißt, hier hat er jetzt das zweite Mal schon abgecheckt und könnte das Ganze mit einer Rechtsdrehung rückwärts beenden. Und rück, seit und schließ. Das heißt, die Dame merkt den Unterschied sehr gut zwischen schräg und seitwärts. Denn wenn er mich mal mitnimmt, vor, seit, Schluss und er geht an der Stelle seitwärts, rück, seit und will dann vorbei, dann falle ich auf der Damenseite um. Deswegen tanzt er an dieser Stelle schön schräg nach vorne. Vor, seit, Schluss, rück, schräg, vorbei. Und das Ganze auf die andere Seite, rück, schräg, vorbei. Und das Ganze beenden wir mit der Rechtsdrehung und Rechtsdrehung. Sehr schön. Und das Ganze zeigen wir euch jetzt mit Musik. Thank you.
wir beide sind wirklich sehr, sehr traurig, dass das Ganze heute endet. Aber wir aus der ADTV Tanzschule Metzger, wir sind super stolz auf euch, dass ihr das Ganze mitgemacht habt. Und wir möchten euch jetzt noch zeigen, was ihr bei uns oder unseren Kollegen alles noch lernen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen und hoffentlich bis bald. Tschüss! Ciao.